Was soll das? Was macht ihr da? Lass meine Schwester in Ruhe! Was willst du mir? Was soll das? Leck mir das her! Wenn sie auf der Waage steht, steht Fortsetzung voll drauf. Das wird jetzt erstmal gelöscht jetzt hier, der Mist. Ja, was willst du denn? Wenn du das noch einmal machst. Oh, Kindermädchen oder was? Ich bin Nennys Schwester. Schon mal was von Anzeige gehört? Sorry. Jetzt ist sie nicht nur das Kindermädchen, sondern auch noch Moralapostel. Ja, Moralapostel, ruft gleich mal die Polizei. Mal sehen, ob eure Klappe dann immer noch so groß ist, wenn Mutti und Papa euch von der Wache abholen. Mir zittern schon die Knie. Ja, aber Jenny, komm mal runter. Nicht, dass wir halt wirklich mit unseren Eltern, nicht, dass wir noch irgendwie Stress bekommen oder so. Hat schon recht. Ja, schon gut. Die Spaßverderberin hat uns die Nummer eh schon versaut. Ciao, Nelly, und zieh morgen nicht wieder dein gelbes Shirt an, sonst halten dich wieder alle für den Bus. Macht euch bloß weg hier. Haut bloß ab jetzt. Nelly, es tut mir so leid. Machen die das öfter mit dir? Fast jeden Tag. Jenny ist die Schlimmste, wenn die anfängt. Dann machen die anderen auch mit. Warum sagst du mir denn nichts? Oder warum erzählst du es nicht wenigstens Mama und Papa? Weil so wie die sind, die sagen, ich bin stark genug und ich kann mich selber wehren. Sag mal, wolltest du früher Ausdruck gemacht, als du noch dicker warst? Ja, schon. Aber ich meine, so heftig wie die Aktion, so war es bei mir nicht. Nelly, du kannst so mit dir nicht umspringen lassen. Wir müssen das deiner Lehrerin erzählen. Spinnst du? Dann ärgern die mich noch mehr. Nee, ich will gar nicht so einen Aufriss machen. Das geht schon. Nee, Nelly, die kriegen da Ärger für. Zu Recht. Ich lasse auch nicht mehr mit mir diskutieren. Wir gehen da jetzt rein. Komm mit. Los. Linda Kruse spricht sofort mit Klassenlehrerin Christina Schorn. Allein, ohne Nelly. Sie können sich nicht vorstellen, was da draußen los war. Ich meine, die haben hier mit der Sahne meine Schwester vollgesprüht, dann haben sie das noch gefilmt. Ja, ich bin auch entsetzt darüber. Und ich bin auch wirklich ziemlich froh, dass endlich mal jemand aus Nellys Familie da ist, Frau Kruse. Ihre Schwester ist bei uns im Kollegium nämlich schon länger Gesprächsthema. Vor allem ihre Gesundheit. Ist es wegen Nellys Übergewicht? Ganz genau. Ich unterrichte sie ja auch in Sport. Und sie wird wirklich immer unbeweglicher. Also sie muss ständig irgendwelche Pausen einlegen, muss nach Luft schnappen. Und ehrlich gesagt hat sie oftmals auch einen ziemlich starken Körpergeruch. Oh, die Arme. Kein Wunder, dass sie von ihren Klassenkameraden gemobbt wird. Ja, um die kümmere ich mich gleich morgen, versprochen. Sagen Sie mal, warum haben Sie denn nicht schon längst mit meinen Eltern gesprochen? Ich meine, macht man das nicht so als Klassenlehrerin? Ja, natürlich, das habe ich doch versucht. Was meinen Sie, wie oft ich schon bei denen angerufen habe und sie darum gebeten habe, in meine Sprechstunde zu kommen? Aber sie kommen einfach nicht. Und wehe, ich spreche das Thema Ernährung an. Oh, das ist so typisch. Die können überhaupt nicht mit Kritik umgehen, die beiden. Ja, das habe ich gemerkt, als ich ihre Mutter telefonisch darum gebeten habe, Nelly auch mal was Vernünftiges mitzugeben, was Gesundes. Nicht immer nur Schokoriegel oder Kekse, sondern auch mal Brot oder einen Apfel. Da hat sie auch völlig abgeblockt. Was haben Sie denn dazu gesagt? Na ja, da hat sie gesagt, dass ich mich darum kümmern soll, dass Nelly was lernt und nicht darum, was sie isst. Aber ich muss Ihnen ja wirklich nicht sagen, dass Ihre Eltern mit dieser Art von Ernährung Nellys Gesundheit wirklich aufs Spiel setzen. Ja, ich weiß, aber mir ist Nellys Gesundheit jedenfalls nicht egal. Ja. Wissen Sie was, ich schreibe Ihnen jetzt mal meine Nummer auf und dann können Sie sich mal bei mir telefonisch melden. Das ist vielleicht das Beste. Ja, es ist gut zu wissen, dass ich mich bei Ihnen melden kann, aber ich möchte Ihnen wirklich noch mal eindringlich sagen, dass wir Nellys Situation so ernst nehmen, dass die Schule kurz davor ist, das Jugendamt einzuschalten. Denn insgesamt macht sie wirklich einen sehr verwahrlosten Eindruck. Ja. Ich meine, ich verstehe das ja auch, nach dem, was Sie mir jetzt alles hier erzählt haben. Aber ich würde gerne noch mal mit meinen Eltern persönlich reden und Ihnen vielleicht mal klar machen, was hier alles auf dem Spiel steht. Ja, einverstanden. Aber bei der nächsten Auffälligkeit müssen wir wirklich handeln. Ja, das habe ich verstanden. Gut. Ich gebe Ihnen mal die Nummer. Melden Sie sich ruhig mal bei mir. Danke, ja? Das mache ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich bin echt geschockt. Ich hatte ja gar keine Ahnung, dass das so schlimm ist. Ich glaube, Nelly und ich, wir müssen unseren Nachmittag verschieben. Ich muss einfach versuchen, meinen Eltern klarzumachen, dass wenn sie nicht ihr Leben ändern, dass sie ihr Kind verlieren. Obwohl ich bezweifle, dass das überhaupt was bringt. Die beiden sind einfach unbelehrbar. Seit 6 Jahren lebt Nelly alleine bei ihren Eltern. Ihre Schwester ist damals im Streit ausgezogen, seitdem herrscht Funkstille. Nur die Mädchen treffen sich ab und zu heimlich. Deshalb wusste Linda auch nicht, wie sehr die 14-Jährige leidet. Hey, was ist denn los? Ich habe eben mit einer Tür gelauscht. Ich habe gehört, was die Frau Schorn gesagt hat. Auch das mit dem Jugendamt. Ich will nicht ins Heim. Niemand hat gesagt, dass du ins Heim musst. Na klar. Du weißt ja nicht, was zu Hause abgeht.
Wenn das Jugendamt das checkt, dann nehmen die mich sofort mit. Das wird nicht passieren. Ich werde das nicht zulassen. Und du kannst doch bei mir wohnen. Versprochen? Versprochen. Aber sag mal, warum hast du mir nicht erzählt, was zu Hause los ist? Ich bin doch immer für dich da. Du kannst doch mit mir reden. Weil du mit Mama und Papa immer streitest. Warum könnt ihr euch denn nicht einfach wieder versöhnen? Weißt du, dann wären wir wieder eine Familie. Dann wäre vielleicht wieder alles gut. Ach, Süße, das ist nicht so einfach. Ich meine, wir haben uns die ganzen Jahre so gestritten und uns so viele Dinge an den Kopf geworfen. Da kann man nicht einfach so tun, als wäre nichts passiert. Aber ich verspreche dir, dass ich heute nicht mit ihnen streiten werde, okay? Na gut. Na dann komm. Zwischen Linda und meinen Eltern kracht es eigentlich immer sofort, wenn die aufeinandertreffen. Und das wird jetzt gleich bestimmt auch wieder so. Linda fällt der erste Besuch bei ihren Eltern seit 6 Jahren sehr schwer. Melanie und Harald Kruse sind arbeitslos, lassen sich gehen und haben sich noch nie um ihre beiden Kinder gekümmert. Doch aus Sorge um Nelly springt die 24-Jährige über ihren Schatten. Oh, hoher Besuch. Wie kommen wir denn zu der Ehre? Interessierst dich doch sonst nicht für uns. Nelly, wir haben dir doch gesagt, dass Linda nicht mehr zu unserer Familie gehört. Und wir wollen nicht, dass du dich mit ihr triffst. Linda ist aber immer noch meine Schwester und ihr könnt mir nicht verbieten, sie zu treffen. Eben. Ich habe mich nicht mit Nelly gestritten. Sie ist mir wichtig und deswegen bin ich auch hier. Du willst doch Nelly bloß gegen uns auffetzen, damit sie uns genauso verlässt wie du damals. Und, hat sie dich schon rumgekriegt? Willst du schon ausziehen? Wenn ihr weiter so macht, dann brauche ich dafür gar nichts mehr zu tun. Nelly wurde in der Schule gemobbt, weil sie so übergewichtig ist. Ach nee, geht das wieder los, die Leier, von wehen und gesunde Ernährung oder so. Was ihr hier esst, das ist ja eure Sache, aber Nelly braucht da auch mal was Gesundes. Hm. Hör doch auf, so oberschlau daherzureden. Jedes Mal, wenn ich euch einen guten Rat geben will, dann ist man gleich wieder oberschlau. Dabei ist es 11:45 Uhr. Die Schule will das Jugendamt einschalten. Wieso? Wir machen doch ja nichts falsch. Und was wir hier essen, das geht jemand an. Papa, kapierst du es nicht? Wenn ihr nicht bald euer Leben ändert, dann nehmen sie euch Nelly weg. Ich meine, wollt ihr das? Stopp, Fräulein. Du bist damals ausgezogen. Also halte ich aus unseren Angelegenheiten raus. Papa, guck dich doch hier mal um. Hier ist doch alles total verdreckt und versifft. Ihr schafft es weder hier mal klar Schiff zu machen, noch euch einen Job zu suchen. Ihr habt den ganzen Tag Zeit und nichts zu tun. Woher willst du denn wissen, was wir den ganzen Tag machen? Wir sind jeden Tag im Internet drinne. Wir gucken nach Jobs, aber da steht einfach nichts drin. Und vom Amt kriegen wir auch nichts. Also was willst du? Papa, ich will euch helfen. Ich habe einfach das Gefühl, ihr seid mit allem hier völlig überfordert. Und bevor ihr Ärger mit dem Jugendamt bekommt, ich meine, da kann doch Nelly zu mir kommen. Ach, komm jetzt bloß nicht mit deiner Samaritermasche. Du willst doch bloß das Kindergeld und Banane reißen. Bitte was? Was hat denn das mit dem Kindergeld zu tun? Das ist mir doch völlig egal. Das glaube ich dir nicht. Harald hat recht. Du willst nur abkassieren. Ich glaube, du redest gerade von dir, Mama. Was bedeutet euch Nelly denn? Ist sie für euch nur irgendeine Geldquelle oder was? Fräulein, jetzt reich's. Es ist besser, du machst einen Abgang. Ja, es ist auch besser. Nelly, du siehst, es bringt hier nichts. Ich gehe. Tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Tschüss. So waren meine Eltern schon immer. Die denken, die machen alles richtig. Und jeder Ratschlag, den man ihnen gibt, prallt an denen einfach nur so ab. Ich meine, schade, dass ich ihnen nicht die Augen öffnen konnte. Aber ich habe gesehen, dass Nelly da auf gar keinen Fall bleiben kann. Ich weiß mir jetzt einfach nicht mehr anders zu helfen, als einen Anwalt einzuschalten. Vielleicht kann ich ja Nelly zu mir holen. Von einer Freundin erhält Linda den Kontakt zu Rechtsanwalt Ralf Vogel. Der erkennt sofort, dass schnell gehandelt werden muss und trifft sich mit seiner neuen Mandantin am nächsten Morgen noch vor seinem ersten Termin. Der ist erstmal für Sie als kleines Dankeschön, weil Sie jetzt so kurzfristig kommen konnten. Vielen Dank, genau den brauche ich, als ob Sie Gedanken lesen können. Ja, erzählen Sie mal, Sie haben ja am Telefon schon gesagt, worum es geht. Sie wollen also Ihre kleine Schwester zu sich holen. Ja, es geht um meine Schwester Nelly. Mhm. Sie ist stark übergewichtig, wird gemobbt, hat keine Freunde und kriegt auch keine Unterstützung von meinen Eltern. Gut, aber eins zum anderen erstmal, dass ich mir einen groben Überblick machen kann. Sie sind also von zu Hause ausgezogen, Sie haben mit den Eltern gebrochen und sind jetzt weg. Warum denn? Ja, ich wollte meine Eltern als Kind immer schon wachrütteln, aber ich konnte sagen, was ich wollte. Es ist alles auf taube Ohren gestoßen. Ja, also gab es bei Ihnen zu Hause vermutlich sehr viel Streitigkeiten. Ja, wir haben uns manchmal fast täglich gestritten. Mhm. Und das Schlimmste war, als sie mir im Streit gesagt haben, sie hätten mich besser abtreiben sollen. Da war mir klar, also wenn ich 18 bin, dann muss ich hier ausziehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und seitdem herrscht Funkstille bei Ihnen? Ja, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Und meine Eltern haben ja auch irgendwie recht. Also ich meine, die hätten gar keine Kinder kriegen dürfen.
Also Sie sagen ja, dass Ihre Eltern nur an ihre eigenen Bedürfnisse denken und sich eigentlich um die Kinder überhaupt nicht kümmern. Ja, auf jeden Fall. Und zu allem Überfluss ist es eben so, dass sie auch noch seit 5 Jahren arbeitslos sind. Die haben einfach gar keinen Antrieb, zu nichts. Und jetzt haben Sie Angst, dass Ihre Schwester darunter leidet und Schaden davon trägt. Ja, Nelly ist halt sehr sensibel und sie trifft das schon alles sehr hart. Und ich möchte einfach nicht, dass sie noch mehr leidet. Ah, gut, bei den Umständen kann ich natürlich verstehen, dass sie aktiv werden wollen. Nur dazu müsste ich erst mal mit dem Jugendamt sprechen und sie davon überzeugen, dass Nelly in der Familie gefährdet ist. Hat denn das Jugendamt Ihre Eltern schon mal überprüft? Nicht, dass ich wüsste. Aber meinen Sie, das Jugendamt würde mir Nelly einfach so überlassen? Ja, prinzipiell, warum nicht? Sie stehen mitten im Leben, Sie haben einen Beruf und Sie haben offensichtlich eine sehr enge emotionale Bindung zu Ihrer Schwester. Das sollte reichen. Das hört sich doch gut an. Ja, dann schlage ich vor, dass ich erstmal das Jugendamt kontaktiere. Und sobald ich es getan habe, melde ich mich bei Ihnen. Und jetzt muss ich aber auch schon wieder los, denn sonst komme ich zu spät zum Termin. Ja? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja? Gut, dann, danke mal für den Kaffee. Ja, bitte schön. Das Gespräch mit dem Anwalt weckt Lindas Zuversicht. Doch dann erhält sie nur wenige Stunden später einen alarmierenden Anruf von Nellys Lehrerin. Ich habe Nelly vorhin dabei erwischt, wie sie das Geld aus dem Portemonnaie einer Mitschülerin stehlen wollte. Und das Problem ist, dass es nicht das erste Mal ist, dass Bargeld in der Klasse weggekommen ist. Nelly, sag mir, dass das nicht wahr ist. Du warst das doch nicht, oder? Ja, habe ich es mir doch gedacht. Nelly, warum fragst du mich nicht, wenn du Geld brauchst? Mann, das war doch alles gar nicht meine Idee. Ich wollte das gar nicht. Ja, was soll das jetzt heißen? Mama und Papa wollten das so. Die meinten, die anderen aus meiner Klasse haben doch eh genug Geld. Und dass das gar nicht auffallen würde, wenn sie 10 oder 20 Euro wählen. Das darf doch wohl nicht wahr sein, ehrlich. Weil daheim doch das Geld nicht reicht. Außerdem meinten Mama und Papa, dass ich mich so an den anderen rächen kann, weil die mich doch immer fertig machen. Also ich habe jetzt wirklich genug gehört. Ich werde zum Direktor gehen und das alles erzählen und der wird sicherlich das Jugendamt dann endlich einschalten. Nein, nein, bitte nicht. Bitte, ich schwör's, ich mach's nie wieder. Wirklich. Nelly, das hättest du dir wirklich vorher überlegen sollen. Ich habe jetzt mir so lange angesehen. Es geht einfach nicht mehr so weiter. Aber dann komme ich ins Heim. Davor habe ich Angst. Nelly, pass auf, ich habe vorhin mit meinem ganz netten Anwalt gesprochen und der kann uns bestimmt helfen. Mach dir bitte jetzt keine Sorgen. Kann ich denn Nelly jetzt mit nach Hause nehmen? Ja. Komm, wir nehmen deine Sachen. Das setzt dem Ganzen doch echt noch die Krone auf. Ich bin so wütend und fassungslos. Ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen. Ich hatte Nelly schon länger im Verdacht. Und als sie sich vorhin während des Sportunterrichts rausgeschlichen hat, da bin ich ihr hinterher. Dass aber die eigenen Eltern dahinter stecken, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Es wird allerhöchste Zeit, dass da mal jemand eingreift. Und ich bin froh, dass sie eine Schwester hat, die sich um sie kümmert. Wenigstens die wirkt vernünftig. Nachdem das Jugendamt von Anwalt und Schule erfahren hat, wie es bei den Kruses zugeht, überprüft dessen Mitarbeiter Klaus Hofer die Familie schon am nächsten Tag. Rechtsanwalt Ralf Vogel und seine Mandantin Linda sind auch dabei. Und, was wird das jetzt hier? Ich würde als erstes gerne mit Nelly alleine reden. Ist Nelly zu Hause? Ja. Nelly ist in ihrem Zimmer. Danke. Mama, hast du uns den Lack auf dem Hals jetzt? Nein, das hat sie nicht. Das war gar nicht notwendig. Nachdem herausgekommen ist, dass sie ihre Tochter zum Diebstahl angestiftet haben. Ja, und wer sind Sie? Kennen wir uns? Nein, guten Tag, mein Name ist Rechtsanwalt Vogel. Ich bin der Rechtsanwalt von Ihrer Tochter Linda, die davon überzeugt ist, dass es Nelly bei ihr zu Hause besser haben würde als bei Ihnen. Und was wissen Sie denn schon? Super, Linda. Hast du toll gemacht. Wenn die uns Nelly wegnehmen, lernst du uns kennen. Das schwöre ich dir. Das sieht ja wohl ein bisschen anders aus. Ja? Ihre Tochter Linda war die Einzige, die sie noch vor 2 Tagen gewarnt hat, dass sie Schule tätig werden wird. Ja, und sie ist ja nichts unternommen. Die hat das Ruder noch rumreißen können. Also bitte geben Sie nicht Ihrer Tochter die Schuld. Eben. Und stattdessen stiftet ihr Nelly noch zum Clown an, oder was? Als ob die Bonzen einem Zehner oder einem Fuffi hinterher trauern würden. Für uns ist das viel Geld. Wissen Sie, was Sie da eigentlich sagen? Sie beschreiben gerade eine Straftat, die Sie begangen haben. Wenn ihr mal den Arsch hochkriegen würdet und mal euch einen Job suchen würdet, dann müsstet ihr auch nicht andere Leute bestehlen. Glaub mir mal, wir haben genug zu tun. Wir haben dauernd Formulare auszufüllen für das Amt. Und für die paar Kröten, die wir von denen kriegen, müssen wir auch noch ständig da antanzen. Genau. Und morgen müssen wir so ja schon im 10 aufstehen, weil wir da einen Termin haben. Also Herr und Frau Kruse, wissen Sie was? Eltern sollten ein Vorbild für die Kinder sein. Was geben Sie für ein Beispiel ab? Sie sollten mal Ihre Einstellung überdenken.
Ihre klugen Ratschläge interessieren mich einen feuchten Dreck, Herren von zu Klugscheiß. Was wissen Sie denn schon von uns? Naja, den ersten Eindruck konnte ich mir schon mal machen und das reicht mir. Ja, und mir reicht es auch. Wir haben Sie nicht herbestellt. Da vorne ist die Tür. Frau Kruse, ich denke auch, wir sollten unten auf Herrn Hofer warten und mit ihm sprechen. Das ist echt nicht wahr, wirklich. Ja, tschüss. Tja, werd mal meine armen Fischlein füttern, damit die mir nie vom Fleisch fallen. So, Jungs und Mädels. Ingrid, Peter, Leo, Fresschen. Boah, das ist so peinlich, wie meine Eltern sich aufführen. Ich meine, wie kann man denn so verbohrt sein? Manchmal frage ich mich echt, ob ich im Krankenhaus vertauscht wurde. Ich kann doch nicht ernsthaft mit denen verwandt sein. Ich war ja eigentlich schon vorgewarnt, aber das, was ich hier gesehen habe, hat meine kühnsten Vorstellungen übertroffen. Jetzt wollen wir mal sehen, wie der Herr Hofer vom Jugendamt das Ganze beurteilt. Linda wartet nervös auf die Einschätzung des Jugendamtmitarbeiters. Von ihm hängt die Zukunft ihrer kleinen Schwester ab. Sie hatten schon recht, Herr Vogel. Hier liegt so einiges im Argen. Aber die beiden kriegen ihre Chance. Ich werde Ihnen eine Familienhilfe zur Seite stellen, die auch als Ernährungsberaterin fungieren soll. Das halte ich für keine gute Idee. Ich meine, meine Eltern hören auf niemanden. Auf mich nicht, auf meinen Anwalt nicht, auf die Schule nicht. Und dann werden sie auch auf keine Familienhelferin hören. Ja, selbst wenn das so ist, die beiden haben ihre Chance verdient. Immerhin sind sie ja noch nicht auffällig geworden und das ist eher die erste Meldung an das Jugendamt gewesen. Und was machen Sie dann, wenn sich nichts ändert? Ja, Nelly ist erst 14. In dem Alter bringen wir die Kinder in Außenwohngruppen der ortsansässigen Kinderheime unter. Betreutes Wohnen? Ich meine, das können Sie doch nicht machen. Nelly geht doch da ein. Also, was denn mit meiner Mandantin? Die hat doch angeboten, Nelly aufzunehmen. Und Nelly würde gerne bei ihr wohnen. Da bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Sie sind doch erst 24. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das stemmen können. Also sehe ich komplett anders. Meine Mandantin steht mit Beinen fest im Leben. Ja? Und auch sie hatte mal eine ähnliche Problematik zu bewältigen. Sie hat auch mal 45 Kilo mehr gewogen. Sie hat abgenommen und sie hat ihr Leben in den Griff bekommen. Sie ernährt sich auch noch gesund. Das alles ist doch ein Vorbild für Nelly. Und dann besteht ja noch eine sehr enge emotionale Bindung zu ihrer Schwester. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das das Richtige wäre. Nelly braucht vor allem jetzt pädagogische Betreuung mit Erfahrung und Kompetenz. Und da sehe ich bei Ihrer Mandantin ehrlich gesagt schwarz. Also ich muss Sie hier bitten, das einmal zu überdenken. Sie können sich auch jederzeit gerne vom Gegenteil überzeugen, meine Mandantin zu Hause besuchen und sich die Wohnumstände anschauen. Und darüber hinaus sollten Sie nicht vergessen, dass Nelly ein Recht darauf hat, bei Verwandten untergebracht zu werden, solange sie die Verwandten als geeignet erweisen. Wenn es soweit ist, komme ich gerne darauf zurück. Gut, aber zunächst versuchen wir es sowieso erstmal mit der Familienhilfe. Dankeschön. Ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Auch wenn es meiner Mandantin sicherlich lieber gewesen wäre, wenn man ihre Schwester gleich aus der Familie genommen hätte, so ist das Vorgehen des Jugendamtes durchaus üblich. Bevor man die Eltern in ihren Rechten beschneidet, muss man erst mal überprüfen, ob es sich andere wirkungsvolle Maßnahmen gibt, mit denen man auch der Familie helfen kann. Trotzdem glaube ich auch, wie meine Mandantin, nicht daran, dass bei dem, was ich erlebt habe, sich die beiden tatsächlich helfen lassen wollen. Dennoch schickt das Jugendamt zwei Tage später Familienhelferin Kirsten Ammer zu den Kruses. Losgehen soll es mit einer Ernährungsberatung. Nelly freut sich darauf, Harald und Melanie nicht. Sie wissen, warum ich hier bin? Ja, das hat uns der Fritze vom Amt schon gesagt. Aber eigentlich können Sie gleich wieder gehen. Wir brauchen keine Hilfe und schon ja keine Ernährungsberatung. Boah, jetzt sei doch nicht wieder so anti. Ach, na ja. Ich möchte Ihnen lediglich ein paar Denkanstöße geben, damit Sie sich besser fühlen können und sich gesünder ernähren können. Das ist auch sehr wichtig für Ihre Tochter. Aber leider haben wir heute dafür keine Zeit. Ich will Sie auch gar nicht lange aufhalten. Darf ich denn wenigstens mal in Ihren Kühlschrank schauen? Da. Und, ist der Frau Kontrolletti das Menü nehmen? Also, wenn Sie sich gesünder ernähren wollen, brauchen Sie viel mehr frisches Obst und frisches Gemüse. Was halten Sie davon, wenn wir einmal zusammen einkaufen gehen? Finde ich gut. Also, das bisschen Geld, was wir haben, das gebe ich garantiert nicht für Kanickelfutter aus. Hier sind frische Erdbeeren drin. Und in der Limo sind Orangen drin. Ist ja wohl genug Obst. Nein, das ist leider kein Obst. Das sind Aromastoffe und viel zu viel Zucker. Mir doch egal. Hauptsache, es schmeckt. Hier. Ja. Das kann für Nelly wirklich verheerende Folgen haben. Wollen Sie, dass sie Gallensteine bekommt, an Fettleber oder an Diabetes erkrankt? Ich lass mir doch von so einem dürren Klappergestell nicht sagen, was ich zu essen habe. Die Besuchzeit ist jetzt rum und tschüss, da vorne ist die Tür. Möchte Ihnen nee, helfen? Nee, das hier sei ja schon viel zu lange angehört. Sie können jetzt gehen und tschüss. Jetzt warten Sie doch aber mal. Nein, tschüss. Oh, mach doch was.
gibt es doch wohl nicht, Mann. Was war denn das jetzt schon wieder? Wir hätten es doch wenigstens mal ausprobieren können. Ah. Nelly, du wirst langsam genauso undankbar und arrogant wie Linda. Ich will nichts davon hören. Ist dann wenigstens noch Pizza da, oder was? Nee, aber so ein magersüchtiges Frettchen vom Amt, das hat mir gerade neu gefehlt. Ah ja. Das muss ich jetzt sofort Linda erzählen. Das war ja die Oberkatastrophe hoch 10. Mama und Papa lassen einfach nicht mehr mit sich reden. Denen ist es doch scheißegal, was jetzt passiert.